jetzt übernehme ich mal den weiteren Part des Interieurs. Und wir haben hier schon 12 Meter Gesamtlänge, 2,50 Meter Breite. Aber so richtig groß ist uns das noch nicht. Und man kennt ja so diese Slide-Outs, die herausfahren, so 3 oder 2. Und wir haben gesagt, ach, fahren wir mal die ganze Wand raus. Und das machen wir jetzt mal. Zack. Und das war's. So, jetzt haben wir hier unseren Grundriss, den wir jetzt mal als Beispielgrundriss zeigen möchten, vorstellen möchten. Und so ein paar Details möchte ich jetzt mal beschreiben. Zum Beispiel haben wir hier eine ganz große Rundsitzgruppe und die haben wir aus dem Grund, als dass wir hier richtig schön uns hinlegen können. Zwei Mann können die Beine hochlegen, manchmal sogar 4, geht also auch hier so seitlich, ganz problemlos. Aber man kann auch eine Tischkultur pflegen, indem man ordentliches Glasgeschirr hat, also schöne Gläser, schönes Geschirr, damit man einfach auch mal ein tolles, gutes Essen im Fahrzeug zu sich nehmen kann. Ich sprach ja gerade von Fernsehschauen. Das geht bei uns wie folgt. Wir fahren hier die Satellitenschüssel raus. Haben hier eine Fernsehbedienung. Der Fernseher versteckt sich bei uns im Vitrinenschrank. Wir möchten den nicht permanent aktuell sichtbar haben, aber wir möchten auch einen großen Bildschirm haben. Jetzt warten wir einen Augenblick. Ja, und zack, haben wir ein Fernsehbild. Natürlich alles automatisch eingestellt. Selbstverständlich. Hier haben wir ja riesig viel Stauraum darüber, unsere Klimaanlagenauslässe, damit einem die kalte Luft nicht so ins Gesicht pustet, sondern schön im ganzen Raum verteilt ist. Hier ist so ein bisschen Dekoration drin, was man so alles hat. Können wir auch gerne mal reinschauen. Ja, bisschen sortiert, ein bisschen nicht sortiert. Hier haben wir unser Fach für Getränke. Hier passen 1,5 Liter Wasser rein oder eben auch eine Kiste Wein. So, daneben ist die Zentralstaubsaugeranlage und alles auch nicht einfach so, sondern schön in ein vorgefertigtes Fach dafür. Hier sind die Halterungen für den langen Stecker und alles ordentlich sortiert hier untergebracht. Hier haben wir unsere Glasvitrine. Oben die Gläser, unten das Geschirr. Wir haben oben richtige Kristallgläser, wo man lecker Wein raustrinken kann oder auch Mineralwasser. Unten ein richtiges Porzellangeschirr, Porzellanware. Und im Falle eines Unfalls gar kein Problem. Alles bleibt an seinem Platz, beziehungsweise wenn man mal eine Vollbremsung machen muss, gar kein Problem. Es bleibt alles da, wo es hingehört. Alles hat seinen Platz. Man muss keine Läppchen dazwischen legen oder sonst irgendwas. Ja, und die Vitrine ist natürlich auch voll funktionsfähig, wenn der Wallout eingefahren ist. Ich kann trotzdem an jedes Teil ran. So, ich möchte euch heute mal zeigen, dass wir wirklich in unseren Reisemobilen richtig kochen können. Wir sind nicht an Außenstrom, wir haben keinen Generator an. Ich knipse keinen Schalter vorher, um mit 230 Volt Haushaltsgeräten zu kochen. Anfangen machen wir mit Wasser. Es gibt heute Spaghetti, aber keine Bolognese. Das ist jetzt zu kompliziert. Ich mache Erbsen dabei. So, hier schmeißen wir schon mal die erste Induktionsplatte an. So, das Wasser haben wir schon mal angeschmissen. Was brauchen wir? Salz. Salz haben wir hier. Dann haben wir hier Erbsen. Ach, dann nehmen wir die Eier direkt schon mal mit raus. So, und dann wollte ich noch gleichzeitig im Backofen ein Kräuterbaguette. Noch eine Sache, 35 Liter Mülleimer. So, weiter, 3D Heißluft, genau, 160 Grad, kommen wir glaube ich mit hin.
und er startet. So, dann schauen wir jetzt mal, dass wir die Erbsen noch mal hier ein bisschen noch mit warm bekommen. Also, ich habe jetzt alles an. Na, das ist Essig. Das brauchen wir gerade nicht. Für die Eier nehmen wir ein bisschen gutes Öl. So, hier holen wir auch gleich die Nudeln raus. Hier oben haben wir zum Beispiel unsere Coffee Bar. Können wir uns gleich auch noch einen Kaffee kochen. Falls einer nicht glaubt, dass Kaffee kochen dann auch noch geht. Jetzt können wir das Fenster aufmachen. Dann haben wir sogar direkt frische Luft dabei. Man sieht, das Öl verläuft schon schön. Also, im Backofen ist das Baguette. Hier sind Eier, Erbsen, heißes Wasser. Und jetzt mache ich noch die Kaffeemaschine an und koche mir noch einen Kaffee. Wir sind nicht an Außenstrom, nichts. Und der Kaffee läuft. So, und jetzt kann ich noch schön alles würzen. Kaffee ist fertig, Eier sind fertig, Nudeln leider noch nicht. Die Erbsen sind sicherlich auch schon warm, das Baguette. Da warten wir noch einen Moment, bis es das wird. Die Kücheneinrichtung ist selbstverständlich nur ein Beispiel. Wir können hier zum Beispiel noch ein Teppanyaki mit einbauen. Hier einen Weinkühler hatten wir schon mit zwei Zonen. Oder hier eine ganz individuelle andere Einrichtung. Oder eben keine Glasvitrinen, sondern hinter Holztüren. Selbstverständlich kann natürlich der Möbelbau auch schneeweiß gehalten werden oder komplett andere Holztöne, Hochglanz lackiert, ganz individuell, wie der Kunde das halt bestellt und wünscht. Wir haben hier ein richtig großzügiges Raumbad und trotzdem die Dusche und den WC-Raum separat durch Glastüren getrennt. Einen großen Waschtisch, wo man sich die Hände waschen kann, die Haare waschen kann, wenn man möchte. Und was uns ganz wichtig ist, ist im Badezimmer, alle Utensilien, die ins Badezimmer gehören, kann ich auch hier unterbringen. Hier jede Menge Handtücher, hier die ganzen Kleinigkeiten, die man so hat, aber auch alles schön geordnet, hier in zwei Auszügen. Und dann haben wir noch einen richtigen Apothekerschrank, und zwar hier mit Medikamenten und sonstiges, was man so für die Reise braucht. Ich sehe hier gerade eine Schmerzcreme für den Rücken. Wir haben hier eine separate Dusche und einen separaten WC-Raum mit Glastüren abgeschlossen. Der WC-Raum hat einen Handtuchheizkörper und einen elektrischen Dachlüfter, der mit Regensensor ausgestattet ist. Und die besondere Toilette hat noch eine richtige Fernbedienung mit dabei, ist eine Porzellan-Zerhacker-Toilette und hat noch einen Popomaten-Aufsatz, das heißt mit Spülung und Föhn und beheizter Brille. Der Fußboden ist aus Korian und passt sich dem kompletten Badezimmer an. Dann gehen wir rüber in die Dusche. Die Duschtasse und der Duschschimmel sind ebenso aus Korian. Es gibt eine sehr, sehr hochwertige Duscharmatur. Die Temperatur wird vorgewählt und es gibt einen Rain Shower und einen Sternenhimmel. Endlich mal ein Spiegel vom Scheitel bis zur Sohle in einer anständigen Entfernung und das in einem Reisebüro. Wir können das Schlafzimmer separieren, somit auch das Badezimmer und haben hier ein Bett, wo man drumherum gehen kann, komplett. Einen ebenen Boden. Wir erinnern uns noch dran, in der Garage kann ein Porsche stehen, Ferrari stehen, Mercedes E-Cabriolet, Mini Cooper, zwei Fahrräder. Und trotzdem habe ich hier hinten einen riesen Bereich. Das Bett wird ganz individuell von der Höhe her gefertigt. Wir haben es gerne hoch, damit man nicht so runterfällt beim Aussteigen aus dem Bett. Aber das kann man ganz individuell machen. Aber dafür, weil wir es so hoch haben, haben wir so richtig ordentliche Schmutzwäscheschubladen. Zwei Stück, wo man schmutzige Wäsche unterbringen kann. Deshalb habe ich auch keine Waschmaschine, die, wenn wir eine hätten, eine Möglichkeit hätte,
hier hinten untergebracht zu werden. Hier ist der Schrank für die Dame. Hier ist der Schrank für den Herrn. Klimaauslässe. Und hier haben wir nochmal Schrank für liegende Garderobe. Und hier auch nochmal jede Menge Schrank. Schubladen braucht man auch. Haben wir hier 3 Stück. Hier haben wir einen weiteren Schrank für die erste Garderobe. Wir haben hier Jacken hängen, gehen aber auch Blusen und Hemden reinzuhängen. Dann haben wir hier noch unsere Garderobe und in unserem Schlafzimmer noch einmal ein weiteres Fernsehgerät. Der fährt jetzt ein Stückchen weiter aus, damit, wenn man liegt, das Plümo nicht die Sicht versperrt. Das ist an alles gedacht. Wir haben hier hinten einen lichtdurchfluteten Raum mit 2 großen Ausstellfenstern und einem Dachfenster. Das Dachfenster kann ich bei Regen aufstellen und es regnet nicht rein. Wir haben einen Sternenhimmel ringsherum, der aber auch ein bisschen Technik beinhaltet. Er hat nämlich eine separate Führung nochmal eingebaut für Mückengitter und Verdunkelung, sodass die nicht einen Unterdruck bekommen und dann zerstört werden. Die Fenster haben separate Verdunkelungsrollos und Mückengitter und es sind Echtglasfenster, doppelt verglast und Ausstellfenster. Das Schöne ist, ich kann sie in verschiedenen Positionen ausstellen oder eben ganz. Heißt, wenn es regnet, regnet es nicht rein und ich kann es trotzdem komplett aufstellen. Und mit diesem Schalter betätige ich das Flutlicht außen von innen aus dem Bett. Im eingefahrenen Zustand, habe ich ja gesagt, ist das komplette Fahrzeug noch benutzbar. Es kommt selten vor, aber manchmal ist es wirklich und tatsächlich so, dass man so eng stehen muss, dass man ihn nicht ausfahren kann. Aber wie gesagt, man kann ihn komplett benutzen. Man kommt an die Glasvitrine, man kommt ans Geschirr, man kommt an den Mülleimer, an jeden Topf, an den Backofen, Kühlschrank, alles Wichtige. Und ganz super wichtig sind der Toilettenraum, der Duschraum und das Schlafzimmer ist voll nutzbar. Gequetscht kommt man hier an der Seite vorbei und den letzten Schrank kann man so weit öffnen, dass man mit der Hand reingreifen kann und die letzte Bluse von ganz hinten noch herausbekommt. So, theoretisch machen wir hinten Licht aus. Ich stelle mir das Lenkrad richtig ein und wir könnten jetzt losfahren. Aber ehrlich gesagt, ich lasse doch lieber meinen Mann fahren. Wir fassen jetzt nochmal zusammen. Wir sitzen hier im Volknermobil Performance S. Das ist mit das weltbeste Reisemobil überhaupt. Durch den Wallout, da wird der Wohnraum von 30 in 35 Quadratmeter mal eben vergrößert. Durch die patentierte Mittelgarage für richtig große PKWs. Durch den Heckmotor, der einen vorne komplett leise über die Straße schweben lässt. Und wir fangen an beim Perfection, weil über Preise müssen wir ja auch am Ende mal sprechen, bei 775.000 Euro. Aber ab da geht es ganz individuell nach Ihrem Geschmack, nach Ihren individuellen Gewohnheiten, auf die wir ganz persönlich eingehen möchten, wollen und können.